Leonie und Yannick, warum ist diese Kiste in eurem Leben ein Symbol für das Thema Handel? Ja, also mit der Kiste holen wir Lebensmittel ab, die sonst in der Mülltonne landen würden. Also wir sind aktiv beim Foodsharing, sind Foodsaver und wir holen die Lebensmittel ab, die der Handel übrig hat. Das bedeutet, es ist ja immer alles im Überfluss eigentlich da und deswegen wird auch viele Lebensmittel werden deswegen weggeschmissen und wir kümmern uns sozusagen darum, dass diese Lebensmittel nicht weggeschmissen werden und tun so, leisten so einen Beitrag einfach gegen Lebensmittelverschwendung mit Foodsharing und sorgen dafür, dass weniger verschwendet wird und mehr Lebensmittel im Bauch landen. Genau, und das ist jetzt eine symbolische Kiste, mit der wir eben zum Beispiel, ich hole regelmäßig am Wochenmarkt ab und da habe ich dann ganz viele Kisten dabei, wo man dann die Lebensmittel, die eben sonst weggeworfen werden würden, die packen wir da rein, sortieren nochmal aus, wo ist vielleicht dann doch noch eine Schimmelstelle und so weiter. Und ja, so eine Kiste nehme ich mir dann meistens auch für mich selber, auch mit heim. Da sortiere ich dann eben das aus, was ich für mich gern noch mitnehmen möchte. Das sehe ich dann quasi so als ja, das, was ich dadurch zurückbekomme, durch das Ehrenamt. Und ja, muss sagen, dass ich mich da auch jedes Mal ziemlich reich beschenkt fühle, wenn ich dann so eine volle, bunte Kiste habe mit noch gutem Obst und Gemüse. Und genau, deswegen symbolisiert die Kiste für mich auch so ein bisschen das, wie ich mir eigentlich den Handel gerade mit Lebensmitteln wünschen würde, dass man einfach dann wertschätzenderen Umgang damit für sich selber auch findet. Was magst du an der Stadt Kempten und an deinem Leben in der Stadt Kempten besonders gern? Also ich muss sagen, als ich hier neu ankam, dachte ich eigentlich, hatte ich das Gefühl, dass kulturell, dass ich da noch nicht so viel finde. Habe aber dann gemerkt, als ich dann selber für mich intensiver umgeschaut habe, dass es doch einiges zu bieten hat, so die Stadt. Also jetzt gerade zum Beispiel im Stadttheater bin ich ganz gern. Und ja, man muss so ein bisschen seine eigene Bubble finden. Also ich bin zum Beispiel auch beim Piepmatz mit dabei, das ist ein Nachhaltigkeitszentrum hier in Kempten. Oder im Lollipop finden auch immer wieder schöne Veranstaltungen statt. Jetzt war zum Beispiel auch eine Kleidertauschparty letztens. Und ja, das gefällt mir hier in Kempten, dass es auch alles so zentral einfach in der Stadt zu finden ist. Also es ist jetzt auch sehr überschaubar und natürlich auch die Bergnähe. Also ich bin auch sehr gerne in der Natur. Und ja, da ist von Kempten aus ja einiges sehr schnell zu erreichen. Schöne Wanderungen. Also ich komme tatsächlich eher aus dem Süden, ich komme sogar aus Sonthofen, bin jetzt in Kempten und finde es einfach super, diese Nähe überall noch zu haben. Die Stadt ist nicht zu groß, man kommt überall wunderbar mit dem Fahrrad hin, auch wenn viele hier tatsächlich Fahrradfahren nicht so gern mögen in Kempten, weil es immer hoch und runter geht. Mir taugt es und finde es super, dass es so ein bisschen nicht zu flach ist einfach alles. Und ja, so die sportlichen Einrichtungen hier nutze ich ganz gerne, also ich bin viel am Beachplatz oben. Bin viel in der Kletterhalle oben und genau, das sind eigentlich so die sportlichen Sachen, weswegen ich Kempten sehr mag. Ansonsten, ja, Kempten bietet viel, es gibt immer wieder viele coole Veranstaltungen und vor allem muss ich auch sagen, einfach die Foodsharing-Szene ist hier in Kempten einfach sehr groß und ist super organisiert mittlerweile und es macht einfach total Spaß, da einfach sich zu engagieren, auch bei den Veranstaltungen mit dabei zu sein und das ist einfach was mir auch richtig taugt an Kempten. Wie müsste sich die Stadt Kempten in den nächsten 10 Jahren entwickeln, dass du auch in 10 Jahren hier gerne lebst? Also ich mag die Bergnähe auf jeden Fall. Am besten wäre es, wenn die Berge noch ein bisschen näher an Kempten ranrücken oder Kempten näher an die Berge rangeht, weil dann könnte ich immer mit dem Fahrrad auch direkt wieder zu den Bergen. Aber ansonsten, ja, ich muss sagen, die Fahrradwege wären vielleicht noch was, weil ich eben viel auf dem Fahrrad unterwegs bin. Da ist gerade im Winter manchmal ein bisschen schwierig mit der Autofahrersituation und allgemein so in der Innenstadt ist es sehr verkehrslastig eigentlich. Da wäre eigentlich ganz schön, wenn das ein bisschen
ruhiger da wäre, gerade so die Lindauer Straße runter, weil ja, wenn man halt mit dem Fahrrad unterwegs ist, muss man sehr aufpassen. Ich glaube, das hindert auch noch viele zusätzlich zu dem, dass es so hügelig ist, daran hier viel Fahrrad zu fahren. Und ach so, genau. Was noch top wäre für Kempten, wäre eine Beachvolleyballhalle. Ja, da haben wir schon mal eine Petition tatsächlich gemacht. Und das wäre klasse, wenn sich sowas entwickeln würde, weil sonst muss man immer nach München fahren. Also Ja, mir kam tatsächlich auch direkt irgendwie der Verkehr in den Kopf, als ich überlegt habe, was mich gerade noch stört oder was auf jeden Fall ausbaufähig wäre. Also ja, auch Fahrradfahrbedingungen, dass die angenehmer werden in Kempten. Und aber auch, ich kenne es eben auch von, ich habe selber kein Auto, aber ich kenne es eben auch von Bekannten, dass auch mit dem Auto hier, dass es sehr schwierig ist mit der Parksituation. Also auch mit, wenn man Bewohnerparkplätze hat, dann sind die oft alle besetzt und man hat eigentlich keine guten Möglichkeiten zum Parken auch. Also genau, das ist auf jeden Fall ausbaufähig. Und sonst finde ich, kann sich's auch kulturell noch mehr entwickeln, habe ich so das Gefühl. Also man muss schon selber sehr aktiv werden, damit man hier so die Veranstaltungen und Events selber mitbekommt. Aber ich muss sagen, ich erlebe das auch, dass das immer mehr wird und ja, eben von den Menschen selber organisiert wird.